Krawall im Kinderparadies. Son Goku, Son Gohan und Vegeta belagern beim Familienausflug das Bällebad. Sehr zum Unmut ihrer Kinder. Das lassen sich Son Goten, Pan und Kid Trunks natürlich nicht bieten und erklären ihren Eltern den Kampf um den Ballpool. Bedingung: Jedes Kind muss das dazugehörige Elternteil mit seinem Finisher besiegen. Ein Vorschlag von R.N. Glason oder R.N.G. Glason? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Glason, ist das richtig? Oder Glaceon? Oder Glation? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, danke für deinen sehr, sehr coolen Vorschlag. Warum jetzt wie Videl noch in der Charakterauswahl dabei ist, liegt daran, dass, wenn Pan besiegt werden sollte, hast du geschrieben, mischt sich Videl sofort ein und übernimmt den Rest des Kampfes. Ja, finde ich cool. Eine sehr, sehr coole Idee. Und deswegen, weil ich kuriose Ideen liebe, gehen wir das an. Oh mein Gott. Das wird völlig wahnsinnig. Wo könnte denn ein Bällebad stehen? Irgendwas, wo es kinderfreundlich aussieht. Nehmen wir doch mal den sterbenden Namek. Ja komm, das sieht doch nach Kinderparadies aus, oder? Der Raum von Geist und Bällebad. So, wir müssen Son Goku besiegen. Und das nicht nur irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Sondern mit unserem Finisher. Das heißt, keine Müdigkeit vor Schützen, Son Goten. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Son Goten, du gehörst definitiv verboten. Haja. Nimm erstmal ordentlich Schaden. Ach, Son Goku. Was machst du nur, was machst du nur? Verprügelt seine eigenen Kinder, nachdem du ihnen den Spaß im Bällebad versaut hast. Was fällt dir eigentlich ein? Obwohl, den Vater des Monatspreis hast du auch schon bei Son Gohan nicht gewonnen. Das muss man ja sagen. Da war Piccolo ein besserer Vater für Son Gohan. Es ist immer wieder witzig. Ich finde es auch lustig, wie das gerade bei Team Forster bei Dragon Ball Abridged immer wieder aufgegriffen wird, dieses Thema. Weil es ist halt echt so. Son Gohans eigentlicher Vater war Piccolo. So, mal gucken, ob das schon reicht. Super Kamehameha. Boah, hat gereicht. Sehr gut. Son Goten hat seine heilige Queste erfüllt. Doch, warum taucht jetzt der ultimative Gohan auf? Das ist... nein. Nicht Videl? Pan. Pan brauchen wir. So, tschüss. Wir brauchen Pan. Oh Junge, und sie hat die schwierigste Aufgabe von allen, denn es ist immerhin Mystic Gohan. Und auch immerhin die beiden Charaktere, die sich nicht in einen Super Saiyajin verwandeln können hier. Mal davon abgesehen, dass Mystic Gohan es eigentlich können. Ja, aber in diesem Spiel kann das natürlich nicht und in der Serie hat das ja auch nie so gezeigt in der Form. Es ist ja Mystic Gohan, der braucht den Super Saiyajin nicht. Aber wir brauchen Gil zur Hilfe, weil ansonsten wird das hier nichts. Und ob wir es aber schaffen, dann auch noch unseren Finisher anzusetzen, bin ich persönlich sehr gespannt. Was ist das überhaupt nochmal? Probieren wir ihn mal. Maiden's Rage. Cool. Erinnert mich an Ken's Rage, Fist of the North Star. Okay, aber das ist nicht Hokuto Shinken, was Pan hier einsetzt. Sonst wäre Son Gohan bereits tot. You're already dead. Nani? Okay, cool. Hi! Das gibt einen ultimativen Clash, den ich verlieren werde. Sowas von verdammte Kacke. 13.000 Schaden. Son Gohan, du wirst gleich gegen deine Frau antreten müssen. Pan darf ja verlieren als Einzige. Aber vielleicht wissen wir es noch zu verhindern.
Wir wissen es, glaube ich, nicht zu verhindern, oder? Ja, und weg. So. Weg mit dir. So, jetzt habe ich Zeit. Und? Maiden's Rage. Oh, hoffentlich bin ich nicht so weit weg. Ich bin nicht so weit weg. Wahnsinn. Wie war das? Sollte Videl besiegt werden, mischt sich Videl sowieso... sollte Pan besiegt werden, mischt sich Videl auf jeden Fall ein. Das würde ja bedeuten, wenn sie jetzt noch drauf geht gegen Vegeta, würde ebenfalls... Ach komm, oder? Ist das so? Muss ich jetzt mit Videl kämpfen? Ich hab Das ist die Frage. Auf der anderen Seite ist ja die Bedingung, jeder muss seinen Elternteil besiegen. Komm, machen wir das jetzt so? Oder ist das nur, falls Pan gegen Son Gohan verlieren sollte? Ich glaube, das war eher so gemeint, oder? Dass sie dann wütend auf ihren Ehemann ist und ihn mal eben verprügelt. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen. So, ich mache das jetzt einfach mal mit Kid Trunks. Oh, haha. Nutze. Boah, das war knapp. Boah, da bin ich fast in seine Gallic Gun reingerannt. Nicht Garlic Gun, das ist keine Sweeble-Kanone. Gulasch-Kanone. Okay, Finish Buster ist meine neue Gulasch-Kanone. Das war's. So Leute, aber wir haben ja noch einen Einzelkampf heute. Und zwar der Nando King hat sich gewünscht, ich möge doch mal bitte Freezer und Cell gegeneinander antreten lassen. Ja. Weil Cell sich natürlich für den Besseren hält und Freezer denkt sich, nö, ich bin der Bessere. Er ist ja der komische Kaiser. Was soll diese komische Zelle schon gegen mich ausrichten? So nach dem Motto. Ja, also kurzer Einzelkampf. Freezer gegen Cell. Mal gucken, wer der stärkere galaktische Herrscher ist, sozusagen. Wobei, Cell wollte ja nichts beherrschen. Also eigentlich ein elementarer Unterschied zwischen den beiden. Cell wollte ja das gesamte Universum zerstören. Was auch immer er davon hätte. Und Freezer wollte es beherrschen. So, Cell, how about a little practice? Fine, I was getting bored anyway. Ja, auf jeden Fall interessant. Beide in ihrer ultimativen Form Ultra Perfect Cell gegen 100% Freezer. Ein Kampf, in dem sich nichts geschenkt wird. Ein Kampf, der zum Kämpfen verkampft ist. Ein Kampf, der deinen Namen trägt. Was? Nein. Oh, auf jeden Fall mal ein Einzelkampf. Weil wir wollen ja nicht gleich unsere gesamte Munition verschießen an Stories. Ihr habt ja noch einiges Interessantes. Das mit dem Bällepart auf jeden Fall fand ich ziemlich cool, auch dass das hingehauen hat. Wir könnten Videl natürlich doch nochmal gegen Son Gohan kämpfen lassen. Das fände ich irgendwo auch ziemlich witzig. Machen wir vielleicht danach noch. Wenn wir Cell verprügelt haben, lassen wir doch mal Videl gegen Son Gohan kämpfen. Komm. Oder sollen wir das in anderer Form machen? Sollen wir mal die beiden Great Saiyan-Männer gegeneinander antreten lassen? Das könnte man natürlich auch tun. Das gibt Sprintgespamme vom Allerfeinsten, glaube ich. Oh Mann. Haha. 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 Tja, da guckst du, wie du guckst, dass du guckst, Cell. Juhu. Haja. Der komische Kaiser. Zeig dir jetzt mal, wo der Hammer hängt. Lustige Freezer-Zeit. Aua. Komm, mit Wurf beenden. Ich habe noch so viel Energie. Ja, nee. Würfe kannst du irgendwie auf dem Level kaum noch anbringen, es sei denn, du stunst den Gegner. Das werde ich jetzt mal nicht riskieren mehr. Alter, wie schnell das geht, sobald du... Das muss man wirklich sagen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kann es auf einmal ganz, ganz schnell gehen, wenn du anfängst, cocky zu werden. Wenn du irgendeinen Mist versuchst, anstatt ernsthaft weiterzukämpfen. Ja, gut. Return to Versus Mode. Sollen wir die
Sollen wir das als großes Saiyaman-Kampf machen? Ist eigentlich wurscht, oder? Nee, wir machen es mal normal, oder? Videl. Gegen Mystic Gohan, komm. Ich meine, sie hat ja irgendwie doch rausgefunden, dass der gute Son Gohan gegen seine Tochter gekämpft hat. Das findet sie natürlich nicht ganz so prickelnd. Also dürfen die beiden jetzt auch nochmal im Bällebad gegeneinander kämpfen. Hallo, Yamchu. Dich lassen sie nicht ins Bällebad, so wie du aussiehst. Du guckst so grimmig. Hör auf, so grimmig zu gucken, Yamchu. Nur weil ich mich in einer Tour über dich lustig mache? Ach, Yamchu, chill mal. Chill mal deine Eier. Was? Egal. Chill mal deine Eier, Alter. Jetzt habe ich den Dialog von den beiden überlabert mit chill mal deine Eier. So, egal. Oh. Yes. Das ist schön. Was in diesem Video passiert, werdet ihr nicht glauben. Oh mein Gott. Ich mach gleich rote Pfeile hier auf die Thumbnails. Meine Güte. Du gewinnst hier echt keinen Aufprall auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist doch unfassbar. Ja. Oh je. Mit Sprintgespamme haben wir, glaube ich, hier echt nur eine Chance. Ich meine, das werden wir jetzt schon nicht mehr schaffen. Dafür sind wir viel zu weit zurück von der Energie her. Auf der anderen Seite. Warum nicht probieren? Videl Rush. Oh. Videl Rush. Yes. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Aua. Fuck. War er schneller als ich. Hey, du wirst doch kein Energiegespamme gegen deine eigene Frau machen. Was ist denn mit dir los, Son Gohan? Man muss ja sagen, ich gebe mich nicht einfach so geschlagen. Das muss ja schon ordentlich geregelt sein hier. Was sich daran ändert, dass er nur noch einen einzigen normalen Schlag braucht, um mich zu besiegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, nur ein bisschen wie Dell Rush. Und dann passt... Oh Gott. Nicht zu fassen! Nicht zu fassen! Nein! Wir haben doch... Nein! Ich glaub das nicht. Was für ein Ausgang dieses Kampfes. Das ist jetzt so enttäuschend. Nach dem Comeback doch noch zu verlieren. Oh, nee. Aber wisst ihr was? Ich würde das fast dabei belassen. Oder? Auf der anderen Seite haben wir noch so viel Zeit übrig. Komm, probieren wir es nochmal. Ey, wie ärgerlich. Aber wenn ich die Anfangsphase dieses Kampfes jetzt nicht verschlafe, so wie eben, sollte ich es diesmal hinbekommen. Oh meine Güte. Was zum Henker? Wieso komme ich so zurück und lass mich dann doch noch besiegen? Und das auch noch durch sowas Blödes. Ich habe mich schon so darauf vorbereitet, die finale Sprintattacke anzubringen. Ich bin aber auch ein bisschen überrascht gewesen. Ich dachte, wenn ich ihn jetzt nochmal wegkicke, würde das ausreichen, um das letzte bisschen Energie abzunehmen. Aber es war noch ein ganz kleines Stück übrig. Das hat mich eigentlich sogar ein bisschen überrascht. Ah, Mann. Es gibt sie eben doch, die legendären Szenen in diesem Projekt. Och komm, wirklich, Videl. Videl Rush ist zur Rush Hour wahrscheinlich doch ein bisschen überfordert. Ja. Ach ja. So. Aber das läuft doch jetzt schon viel besser. Jetzt lasse ich mir nicht mehr den Schneid abkaufen von dir. Alter. Jetzt macht er sein Comeback hier. Ich habe genau gesehen, in was für eine Richtung er abwehrt. Warum?
weil ich immer nach oben schlage, beziehungsweise nach unten. Warum versuche ich nicht mal, sie nach links oder rechts wegzuschlagen? So, aber egal, wir haben es geschafft. Alles gut, alles gut. Cooldown, Cooldown, wir haben es geschafft. Videl hat ihren Göttergatten besiegt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Ja, zum einen bei Nando King für den Vorschlag mit Cell und Freezer und zum anderen natürlich beim großartigen R.N. G. Layson oder R.N. Glayson oder wie auch immer. Danke für den Vorschlag mit dem Bällebad. Es ist cool, sowas zu machen. Also, bis dann, euer Weehawk.